Er soll es sein. Die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter wollen ein letztes Mal versuchen, Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont wieder ins Amt zu hieven. Bei einem Treffen in Berlin stellen sich die Politiker des Mitte-Rechts-Bündnisses zusammen für Katalonien einmütig hinter Puigdemont. Die Option ist im Moment, dass Präsident Puigdemont unser Präsident bleibt und wir daran arbeiten, ihn ins Amt einzusetzen. Sollte das nicht bis spätestens 14. Mai gelingen, soll eine erneute Wahl des inhaftierten Politikers Jordi Sánchez versucht werden. Wird bis zum 22. Mai kein Regionalpräsident gewählt, dann kommt es in Katalonien zu Neuwahlen. Den Unabhängigkeitsbefürwortern droht dann ein Verlust ihrer Mehrheit. Puigdemont lebt seit seiner Absetzung durch Madrid wegen der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen im Exil. Er war Ende März auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen und vorübergehend inhaftiert worden. Seit seiner Freilassung lebt er in Berlin.